Grüß Gott, mein Name ist Andreas Čapek und ich werde heute über die Ankündigungen im Vorlesungsverzeichnis sprechen. Denn es geht um die Frage, womit beginnt eine qualitativ gute Lehrveranstaltung? Und ja, die Antwort ist mit einer guten Ankündigung im Vorlesungsverzeichnis. Warum ist das wichtig? Aus mehreren Gründen. Einerseits ist es gesetzlich vorgeschrieben, also im Universitätsgesetz steht auch seit der letzten Novelle, dass die Lehrveranstaltungen und all die Informationen, die sich bei uns im Vorlesungsverzeichnis finden, den Studierenden bereits vor Semesterbeginn übermittelt werden müssen. Und auch die Kategorien, die Sie im Vorlesungsverzeichnis bei uns finden, sind ganz genau im Universitätsgesetz vorgegeben. Und danach richten wir uns auch an der Universität Wien. Es hat auch einfach praktische Gründe. Zum einen ist es immer von Vorteil, wenn die Studierenden im Vorhinein bereits die Informationen haben für die Lehrveranstaltung, möglichst viele gute, umfangreiche Informationen. Das hilft einerseits beim Anmelden, also weil viele Studierende sich ja anmelden für mehrere Lehrveranstaltungen, dann schauen, welche ihnen am besten gefällt, sich wieder abmelden. Das heißt, so entsteht schon einmal viel administrativer Aufwand, den man durch eine möglichst informative Ankündigung der Lehrveranstaltung im Vorlesungsverzeichnis beihelfen kann. Andererseits ist es auch für Lehrende und SBLs und auch für uns vom Büro Studienpräses langfristig von Vorteil, weil wenn die Studierenden gut informiert sind, sie wissen, wofür sie sich anmelden, prüfungsaktiv sind, dann gibt es auch im Nachhinein weniger Probleme, zum Beispiel mit Anfechtungen von Beurteilungen, weil die entstehen oft durch unklare oder uneindeutige Vorgaben der Lehrveranstalter im Vorlesungsverzeichnis. Also zum Beispiel, was die Anforderungen für eine positive Note betrifft. Und so Verfahren lassen sich dann auch im Nachhinein oft vermeiden, indem man schon am Anfang der Lehrveranstaltung mit einer möglichst guten und eindeutigen Ankündigung beginnt. Das Vorlesungsverzeichnis findet sich, wie Sie wissen, bei uns online auf der Seite youfind.univie.ac.at und die Studierenden finden dort zu jeder Lehrveranstaltung die Informationen und zu jeder Prüfung in vorgegebenen, also im Universitätsgesetz vorgegebenen Einzelkategorien. Und ich gehe jetzt kurz auf diese Einzelkategorien ein, um zu beschreiben, was dort eigentlich stehen soll, was der Gedanke dahinter ist. Also zum einen gibt es einmal den Punkt Sprache, relativ eindeutig. Dort soll stehen, in welcher Sprache die Lehrveranstaltung abgehalten wird. Da ist es so, dass grundsätzlich die Sprachen, die im Curriculum der Lehrveranstaltung definiert, der Studienrichtung definiert sind, das sind die Sprachen, die als Sprache der Lehrveranstaltung verwendet werden können. Grundsätzlich ist das in den meisten Fällen Deutsch. Es gibt natürlich auch englischsprachige Lehrveranstaltungen. Da gilt es darauf zu achten, dass trotzdem der Text, der Ankündigungstext, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version des Vorlesungsverzeichnisses aufscheint. Also da darauf schauen, damit in der deutschen Version des Vorlesungsverzeichnisses nicht quasi nichts steht und sich der Text nur auf der englischen Version findet. Manchmal denken Studierende nicht daran, die Sprache zu ändern. Grundsätzlich Deutsch und Englisch ist immer in Ordnung, wenn der Text in einer anderen Sprache als Deutsch oder Englisch ist, muss es eine deutsche Übersetzung auch geben. Das einmal zum Punkt Sprache. Und dann wird es interessant, eigentlich der für viele interessanteste Punkt, Ziele, Inhalte und Methoden. Da geht es eben um die drei genannten Punkte. Zum einen, welches Lernziel erreicht werden soll in der Lehrveranstaltung. Also
Da geht es jetzt gar nicht um formale Dinge, sondern inhaltlich, was sollen die Studierenden am Schluss der Lehrveranstaltung wissen und können? Also über welches Wissen verfügen sie nachher oder über welche Fähigkeiten? Also was ist das Ziel der Lehrveranstaltung? Der zweite Punkt ist, welche Inhalte werden vermittelt in der Lehrveranstaltung? Ganz konkret, worum geht es in der Lehrveranstaltung? Da werden oft wird oft sehr lang dazu geschrieben, sehr ausführlich, weil das natürlich auch der interessanteste Punkt ist. Ist jetzt im Prinzip nicht notwendig, also da reicht ein Absatz, wo so die grundlegenden Informationen drinstehen. Man kann dann eventuell, wenn die Lehrveranstaltung über Moodle stattfindet, zum Beispiel auf Moodle dann noch detailliertere Informationen geben, aber es soll möglichst konzis ausgedrückt werden, worum es inhaltlich einfach geht in der Lehrveranstaltung. Und der letzte Punkt ist Methoden. Da ist die Frage, mit welchen didaktischen Methoden werden die Inhalte, die genannten, vermittelt. Also zum Beispiel durch Vortrag oder durch Referate, was auch immer. Ja, also die Methoden, die in der Lehrveranstaltung angewendet werden. Das einmal zu diesem Punkt. Dann haben wir den Punkt Art der Leistungskontrolle. Da geht es darum, jetzt haben wir mal geklärt, was die Inhalte sind, welche Methoden verwendet werden, aber die Studierenden müssen ja auch eine Art von Leistung erbringen. Und wie sehen diese Leistungen aus? Also was wird gemacht in der Lehrveranstaltung von den Studierenden? Beispielsweise eben Referate schon erwähnt, dass eine Seminararbeit geschrieben wird, dass die Leistungskontrolle durch eine Prüfung erfolgt bei einer Vorlesung. Beispielsweise am Ende. Also das soll dort festgelegt sein. Ein ganz wichtiger Punkt, vor allem jetzt, wo sehr viele Lehrveranstaltungen online stattfinden, sind die erlaubten Hilfsmittel. Also oft, wenn es zu Verfahren kommt im Nachhinein von Beurteilungen, hat das mit Schummelversuchen von Studierenden zu tun, die oft auch durchaus auf Missverständnisse zurückzuführen sind, eben bei der Frage, welche Hilfsmittel sind denn bei der Prüfung konkret erlaubt. Und umso eindeutiger man da wirklich festlegt, was darf bei der Prüfung verwendet werden und was nicht, umso einfacher ist es für den oder die Studierende nachzuvollziehen und auch im Nachhinein eindeutig dann feststellbar. Ein ganz zentraler Punkt ist auch Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab. Also zum einen die Mindestanforderungen für eine positive Beurteilung. Da geht es jetzt gar nicht darum, was man für Vorwissen mitbringen muss als Teilnehmer, Teilnehmerin dieser Lehrveranstaltung. Also da geht es um nichts Inhaltliches. Da geht es wirklich um die formale Frage, welche Anforderungen müssen die Studierenden in jedem Fall erfüllen, damit überhaupt eine positive Beurteilung möglich ist. Also was ist das Mindeste, was man machen muss in der Lehrveranstaltung für eine positive Beurteilung? Note. Und da hat man sehr viel Spielraum bei den Dingen, die man festlegen kann. Man kann zum Beispiel bei dem Punkt auch Anwesenheiten regeln und gleichzeitig auch regeln, wie oft darf zum Beispiel man fehlen in dieser Lehrveranstaltung und gibt es dann, in welcher Form gäbe es eine Möglichkeit, versäumte Leistungen nachzuholen. All diese Sachen lassen sich in dieser Kategorie schon im Vorhinein regeln. Und dazu gehört der Punkt Beurteilungsmaßstab, der damit zusammenhängt. Da geht es um die Frage, wie erfolgt die Beurteilung? Entweder wenn es eine nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltung ist, eine Vorlesung, ist es relativ einfach. Da gibt es eine Prüfung am Ende und idealerweise gibt es dann hier einen Notenschlüssel oder zumindest eine wie auch immer quantifizierte Angabe, wie viel man erreichen muss bei der Prüfung, wie viele Punkte beispielsweise, wie viele Fragen richtig sein müssen und wie sich die Noten danach richten. In prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen jetzt, also wie Übungen, Seminaren, werden hier die Teilleistungen angeführt, die im Zuge der Lehrveranstaltung erbracht werden müssen. Und es soll eben auch quantifiziert sein, wie viel jetzt ungefähr
prozentuell, welche Teilleistung zur Note beiträgt. Also das lässt sich in dieser Kategorie dann festlegen. Dann gibt es den Punkt Prüfungsstoff, der ja, auch verstanden werden kann als einfach den Lernstoff, der Lernstoff der Lehrveranstaltung. Da ist die Frage, was muss für die Prüfung gelernt werden oder erbracht werden. Also es gibt durchaus Überschneidungen bei den einzelnen Kategorien, wie Sie vielleicht merken. Prüfungsstoff geht es auch wieder um die Frage, okay, inhaltlich, was müssen die Studierenden wissen, wenn es keine Prüfung gibt, was ist das Wissen, was man haben muss, um die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Das kann jetzt ganz simpel heißen, zum Beispiel einfach alles, was in der Vorlesung durchgenommen wurde, das kann heißen, der Inhalt der Referate, das kann heißen, dass diese Passagen des Skriptums, die Folien etc., was auch immer, es kann auch inhaltlich festgelegt sein. Also da soll einfach man einen Eindruck kriegen, was man lernen muss, um am Schluss eine positive Note zu erhalten. Ja, und dann haben wir noch den Punkt Literatur. Da geht es einfach darum, dass man Literatur angibt, die Studierende unterstützt beim Erreichen der genannten Lernziele. Da geht es jetzt nicht darum, dass man zwingend Literatur angibt, die Studierende lesen müssen, auch wenn das natürlich erlaubt ist, aber grundsätzlich soll es darum gehen, okay, was ist Informationsmaterial, was die Studierenden sich aneignen können, eventuell auch schon im Vorfeld der Lehrveranstaltung. Da muss jetzt nicht eine komplette Bibliografie angegeben werden, aller Inhalte, die interessant sind zu dem Thema, aber so ein, zwei, drei Beispiele sollten angeführt sein. Es kann dann, wie gesagt, wenn eine Lernplattform wie Moodle verwendet wird, können dort noch weitere Beispiele angeführt sein, aber es würde nicht reichen, wenn man zum Beispiel einfach angibt, Sie finden die Literatur auf Moodle. Denn Moodle ist eben keine öffentliche Webseite und die Information muss irgendwie öffentlich zugänglich sein und das bietet eben nur das Vorlesungsverzeichnis. Auch deshalb ist es so wichtig, dass die Informationen darin vollständig und richtig sind, weil eben ja, dass die öffentliche Repräsentation unseres Lehrangebotes ist sozusagen die Visitenkarte des Lehrangebots der Universität Wien. Deshalb wichtig, dass durchgehend Informationen zu den Lehrveranstaltungen sich dort finden und auch öffentlich eben aufrufbar sind. Ja, das beschließt meine Einführung zu dem Thema. Wenn Sie noch weitere Informationen darüber suchen, bei uns auf der Webseite, also studienpraeses.univie.ac.at, finden Sie im internen Bereich diverse Infoblätter, wo Sie noch einmal die genauen Definitionen finden der einzelnen Kategorien und alle möglichen Eckpunkte. Und Sie finden auch Best-Practice-Beispiele aus der gängigen Praxis, sowohl für prüfungsimmanente als auch für nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.